Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einer ganz entspannenden Runde Foundation. Was machen wir denn heute? Übrigens, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wollte gerade sagen, was machen wir denn heute? Wie wäre es denn, wenn wir heute auf der westlichen Seite mal ein neues Territorium kaufen? Ich habe mir dann so überlegt, wenn wir hier mal so diese, wenn wir hier mal so die Wohngebiete mal anwählt, schaut mal, dann ist es schon eher hier ein bisschen dürftig. Und wenn wir hier diese Seite, ich sag mal hier dieses Territorium noch zukaufen, dann könnten wir hier erstens ein bisschen den Wald abholzen, weil Wald haben wir ja hier oben durch den, ich sag mal, durch den Förster, durch den Forstmeister, haben wir ja, können wir jederzeit hier auf jeden Fall in hier durch das Forsthaus, ne, kann man hier auf jeden Fall immer wieder Holz, ich sag mal, reingehen, Holz hauen, das ist alles kein Problem. Deshalb würde ich mal eher sagen, ich würde gerne dieses Gebiet kaufen und würde das dann noch als Wohngebiet markieren. Zudem würde ich noch schauen, dass wir hier, ich sag mal, hier hinten steht so ein Wohnhaus. Dieses. Wenn wir unsere, wie soll ich denn das sagen, wenn wir hier unser Herrenhaus erhalten oder noch ein bisschen erweitern wollen, dann muss da hinten dieses Wohnhaus leider weichen, meine Lieben. Okay, deshalb würde ich als Folgendes machen. Territorium, wir kaufen uns jetzt dieses Gebiet. Herzlichen Glückwunsch, wir sind soeben Großgrundbesitzer eines neuen Stück Landes geworden, hier bei Foundation, sehr schön. Dann schauen wir mal die Sichtbarkeit an, beziehungsweise gucken wir mal Wohngebiet auf Forstung. Ne, Wohngebiet geht ja bis hierher, das heißt diese zwei Häuser machen wir mal weg. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, Wohngebiet schaffen wir mal noch ein ganzes Stück bis hierher. Okay, hier ist noch eine, hier ist auf jeden Fall mal noch ein Holzfällerlager. Ich bin mal gespannt, ob die so weit laufen. Wie das hier aussieht, haben wir hier auf jeden Fall komplett mit allem drum und dran ein Wohngebiet. Deshalb würde ich mal sagen, wir reißen den hier ab, dieses Holzfällerlager. Und wir werden dann hier vorne dieses Holzfällerlager zwischen den zwei kleinen oder zwischen dem kleinen Wäldchen und dem großen Wäldchen würde ich auf jeden Fall gerne diesen Holzfällerlager, dieses Holzfällerlager wieder aufgreifen, hierher bauen. Damit die ganz in Ruhe hier das Holz auf jeden Fall schlagen können, was wir dann wieder verkaufen können, was wir dann für andere Gebäude nutzen können und so weiter und so fort. Zudem muss dieses Wohnhaus hier leider weichen. Das nützt nichts, aber das steht hier, nee, das steht hier einfach ein bisschen unbeholfen da. Deshalb würde ich sagen, wir reißen das hier weg. Und das wird auf jeden Fall hier auf anderen Seiten wird es ganz klar wieder angebaut. Ja, jetzt haben wir 9 arbeitslose Dorfbewohner. Jetzt haben wir auch, es fehlt jetzt ganz klar ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Es fehlen jetzt ganz klar Häuser. Und ich hoffe mal, dass unsere Dorfbewohner das auf jeden Fall so zur Aufgabe nehmen und hier, ja, auf jeden Fall ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen neue Häuser bauen, ein bisschen eine kleine Siedlung Richtung Westen rausziehen. Das hoffe ich jetzt. Wie das genau geht mit dem Einstellen, ich kann es euch beim besten Willen noch nicht sagen. Ich habe nur hier zum Beispiel festgestellt, das hier ist ja Abbau. Und jetzt machen wir auf jeden Fall hier Abbau noch ein ganzes Stück weiter, weil ich möchte hier komplett den Wald auf jeden Fall gerne abgebaut haben. Mit allem drum und dran. Deshalb habe ich ja hier auch den Holzfäller hergebastelt. Ja, ich weiß, wir haben keinen Zugriff auf Komfort, das stimmt. Komfort, ich habe gerade vorher Leibeigener. Was ist Komfort? Muss ich unter einem Dach befinden? Ja, okay, alles klar. Wir sollten auf jeden Fall noch Häuser bauen. Das Problem ist, dass wir selber nicht die Häuser bauen, sondern, meine Lieben, die Häuser bauen unsere Dorfbewohner selbst. Das können wir gar nicht bestimmen, sondern die fangen dann wirklich an selber. Ihr eigenes kleines Dörfchen zu bauen. Das ist tatsächlich so. Zudem möchte ich noch hier unten etwas die Getreidefelder erweitern. Ich habe ja hier eine Weizenfarm und habe hier unten ja Weizen definiert. Das ist alles schön. Wow. Wir haben ein Eisenerz gewonnen, meine Lieben. Ja, perfekt. So, dann schauen wir mal. Mandat auswählen. Gewinnt Einfluss bei einem Stand. Das startet mit 25. Ich würde gerne nochmal... Ich würde gerne die ganzen Mineralienvorkommen dort oben erkunden. Das Geile ist, wir haben hier auf jeden Fall, schaut mal, ne? Wir haben hier ein Quarzvorkommen. Und wir haben auf jeden Fall auch hier irgendwo jetzt Eisen bekommen. Hier steht ein Marktplatz, hier steht ein Brunnen. Und ich sag mal, wenn alle Stricke reißen, können wir dann hier, ich sag mal, irgendwann bauen wir dann hier oben ein kleines Wohngebiet. Dazu würde ich, hätte ich auch noch eine kleine Idee. Was haltet ihr denn davon, wenn wir als nächstes hier hinten dieses Territorium nehmen? Und das noch kaufen, da könnten wir hier unsere Siedlungen ganz kleines bisschen erweitern. Oder wir bauen es hier nach links und in der Mitte. Also die, ach, die Möglichkeiten sind wieder schier endlos und das macht so einen Bock. Unglaublich. So, also Quarzvorkommen. Jetzt interessiert mich natürlich mal, hat er hier auf der Seite auch dieses Eisenvorkommen gefunden? Das ist Steinvorkommen. Quarz. Er stand ja die ganze Zeit auch hier, ne? Quarz und Stein.
Das Problem ist dran, wo hat der jetzt dieses Eisenerz gefunden? Hat er das auch da dran gefunden oder nicht? Könnten wir jetzt mit bauen, könnten wir auf jeden Fall jetzt so eine kleine Eisenerzindustrie rausziehen? Was haltet ihr davon? Ich weiß es nämlich nicht genau. Kohle hätten wir auf jeden Fall, das wäre da hinten. Das reißen wir dann auch weg, das bauen wir ein bisschen weiter hierher. Eine Köhlerei, genau, die würde ich gerne ein bisschen weiter hierher basteln. Dann schauen wir mal. Eisenschmelze. Dann hätten wir hier noch eine Schmiede. Fassbinderei, Sägewerk, Forsthaus, Steinbruch, Holzfällerlager. Es muss ja hier irgendwo Nahrungsmittel, Waren, Gottesdienst, Administration, Dekoration, Transport, Mauer. Muss ja irgendwo bei Ressourcenproduktion wahrscheinlich dann irgendwas geben, wo man dann hier irgendwas, genau, Gebäudeübersicht, wo man dann was bauen kann, oder? Gebäude editieren, erforderliche. Ah, schaut mal, so geht das. Eine Quarzmine. Oder, wie gesagt, eine Eisenmine. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wie man das Eisen anwählt. Aber das ist immer geil. Das ist wieder mal was ganz, ganz Neues. Also so wie es aussieht, einfach hier unten Gebäude editieren. Und dann kommt man hier zum... Aha, hier gibt es Eisenerz. Schaut bitte mal. Ja, aber hier kann man nichts bauen, ne? Ein Steinbruch und ein Rohstofflager. Erforderliche Teile, also kann man auf jeden Fall hier eine Mine. Das ist außerhalb des Territoriums, deshalb findet er das nicht. Alles klar, ist ja mal geil, okay. Das sollten wir noch kaufen, ne? Enthält Mineralien, das ist es halt. Das ist das Eisenvorkommen, was der gesagt hatte. Sehr geil, jetzt haben wir hier unten, ich glaube am Anfang der Folge hatten wir mal Beförderung. Aber gut, meine Lieben, dann ist es halt so. Dann machen wir halt ohne Beförderung weiter. Was haltet ihr denn davon? Meint ihr, das ist eine zu schnelle Expansion, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen was bauen? Oder meint ihr, das geht alles okay und das kriegen wir schon hin, dass wir das hier noch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, dass wir das Territorium noch erweitern? Was meint ihr? Ich würde mal sagen, wir probieren das. So, wir haben das jetzt gebaut. Wir haben das jetzt ausgebaut. Ich würde gerne hier die Eisenmine. Karren. Benötigt man ja, das ist ein Zierelement, auch ein Zierelement. Ein Rohstofflager für Mineralerz. Für Mineralerze und Edelsteine. Okay, das ist ein Rohstofflager und das ist doch Steinbruch. Das heißt, die zwei bräuchten wir auf jeden Fall. Die müssen wir dann hier anklemmen. Aha. Und wir bräuchten wahrscheinlich noch einen Kran. Kriegen wir den Kran hier noch irgendwo angebaut oder snappt der irgendwo an? Kann durch den Bau einer Mine... Ja, okay, das sehe ich alles ein. Ist eigentlich nur eine Rohstofflage, das heißt, würde ich sagen, platzieren wir daneben, oder? So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird wahrscheinlich hier gewartet auf 20 Werkzeuge und 40 Holz. Und Emelut bringt 5 Werkzeuge, meine Lieben. Meine Lieben, es geht los. Wir bauen jetzt hier langsam unser erstes Eisen ab. Wisst ihr, was das heißt? Richtig, wir können bald unser eigenes Werkzeug herstellen. Das heißt, wir müssen es nicht mehr kaufen. Ich bin mal gespannt, ob wir diese Einkäufe dann direkt stoppen können. Oder ob wir das über unser Lager und so weiter und so fort machen müssen. Hier kriegen wir eine Eisenschmelze, hier kriegen wir eine Köhlerei, steht Kohle aus Holz her, das passt schon. Schaut mal, hier kommen sie gelaufen, schaut bitte mal, hier kommen sie gelaufen. Deshalb habe ich dir gesagt, wir machen das heute ein ganz kleines bisschen entspannter, meine Lieben. Erstens, denke ich mal, kommt er da wesentlich besser hinterher und zweitens, das ist ja für mich auch das erste Mal. Und bevor ich dann, Fehler gibt es immer und Fehler sind irgendwie vermeidbar, aber ganz ehrlich, ich möchte in diesem Spiel Fehler machen. Ich möchte auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwie zusammen hier mal... Dass wir zusammen hier auf jeden Fall mal jetzt das Eisenerz abbauen und zusammen ein bisschen Lager aufbauen und so weiter und so fort. Dann bin ich mal gespannt, was die hier von Weg hier durchschlagen. Rund an unser Dorf. Schaut mal, wie geil das gemacht ist. Hier oben wirklich scharf mit Bäumen, mit allem drum und dran. Und unser kleines Städtchen hier im Hintergrund. Was wirklich davon wegsteht und was man wirklich von Anhieb erstmal nicht sieht. Was richtig verschwommen wirkt. Schon geil. Okay, mein Lieben, dann hatte ich hier oben eigentlich den falschen Riecher dazu. Wobei, ich würde das vielleicht mal so lassen. Vielleicht haben wir Glück. Und wir klemmen die Quarzgrube hier an, dieses Quarzvorkommen. Ich sag mal, unser Geologe ist ja sowieso noch ausgerückt. Unser Vogt
Und ich bin mal gespannt, wann der wiederkommt. So, Brot Gesamtkapazität 25 bis 50. Jetzt bin ich noch mal gespannt. Das kann nicht mehr lange dauern und es kommt garantiert eine Dürre. So, Mehl ist voll. Bäcker, bla bla bla, hat kein Wasser mehr. Der muss erstmal Wasser holen. Okay. Dem fehlt auch Mehl zum Brot. Wie wär's? Meint ihr, das würde was bringen, wenn wir hier einen Brunnen versetzen? Ne, ich glaube, das bringt nichts. Schaut mal, was die hier haben. Die haben wir alle frei. Wie wär's denn, wenn wir die mal in die Kirche einladen? Wie wär's denn, wenn wir hier mal kurz die Kirchenglocken läuten und dann, ja. Vielleicht kriegen wir da zwei, drei Leute dazu, dass die bei uns in die Kirche reingehen und dass sie sich zumindest dort einmal für ein paar Minuten ausruhen. So. Ich hab mal was geschaut, entschuldigt bitte. So, die bauen auf jeden Fall das Holz schon mal ab, das ist schon mal richtig gut. Wir haben aber, unser Lager ist glaube ich voll. Wir haben glaube ich einen Rand vor das Lager hier, aber auf jeden Fall. Schaut mal, die haben schon den ersten kleinen Trampelpfad gebaut. Ach Gott, ist das süß. Ja, und wenn hier unten das Holz dann fertig ist, dann würde ich vorschlagen, meine Lieben. Ich hab's gewusst. Ich empfehle, möglichst viele Lebensmittel anzuhäufen, solange das Wetter noch mitspielt. Ich hab's gewusst. Es kann nicht mehr lange dauern, dass es uns so gut geht. Wir müssen irgendwie. Das kann nicht anders gehen. Das kann nicht anders gehen. Okay. So, Sichtbarkeit. Jetzt schauen wir mal noch nach der Farbe, nach der Abbaufarbe. Also die machen wir auf jeden Fall hierher, die hierher. Das ist auch genial. Ja, hier oben, das können wir da wegmachen, oder? So, machen wir es anders, weil du hast ja hier deinen, genau, du hast ja hier dein anderes Erntefeld. Wie wäre es, wenn wir das hier mal wegmachen, weil das brauchen wir nicht. So. Und du hast ja die Mitte und du hast halt diesen Außenradius. So gut, ist auch nicht schlimm. Na, schaut mal, der hat auf jeden Fall so weit. Der kann hier gar nichts anbauen, weil die Köhlerei ist hier. Wegmachen. Nützt nichts, tut mir leid, da haben wir wieder 9 Arbeitslose, aber dafür bauen wir halt die Köhlerei, die bauen wir dann gleich hier oben hin. Ich würde dann mal sagen, wie wäre es denn, meine Lieben, wenn wir das Ding hierher bauen. So hier. Direkt hier eine Köhlerei ran, da passiert nichts. So, bauen. Gut. So, genau. Effekte, Handelsbonus von 11% durch die Loyalität des Dorfes Klerus. Königreich und Arbeiterschaft. Wow. Dankeschön. Ja, ihr seht schon, es geht langsam vorwärts. Vor allem hier wird auch schon schön die Baustelle gebaut. Schaut mal, sind vielleicht 15%, 10% sind schon gebastelt hier, meine Lieben. Das geht dann insgesamt. Oh, alles klar, okay. Ja, auf jeden Fall sind die Werkzeuge komplett da. Jetzt müssen wir nur noch warten auf Elmosina. Wenn die dann kommt, das ist ja hier unser Baumeister, die baut dann das Ding hier komplett auf und dann könnten wir schon dafür sorgen. Wie wäre es denn, wenn wir hier oben dann ein kleines Lager bauen? Ich würde dann eher vielleicht hier oben ein kleines Lager anbasteln. Weil ich glaube nicht, dass die Dorfbewohner jedes Mal hier hochkommen und arbeiten. Na, schauen wir mal. Die bringen auf jeden Fall Ware. Wenn die Ware bringen, dann machen wir es wirklich so. Logistik, Lagerhaus, Rohstoffe, Material, Waren und Luxus. Und hier gibt es Nahrung, rohes Essen und luxuriöses Essen. Dann machen wir es so. Meine Lieben, wir bauen hier gleich die Bauhütte hin. So, zack hierher. Einmal bauen. Schade, dass wir halt in der Zwischenzeit irgendwie... Oh, das ruckelt ein kleines bisschen. Weiß aber auch nicht warum. Schade, dass wir hier irgendwie nicht sagen können, dass wir durch das Buch zum Beispiel alles Holz verkaufen. Alles, was geht. Das hätte mich heute schon mal interessiert. Ecke, hätten wir denn noch was? Ja. Bauhütte Skulptur. Schaltet neue Gebäudeteile für Bauhütte und Bildhauerwerkstatt. Okay. Lagerhaus, das haben wir, das haben wir. Oh, meine ich nicht. Was ist denn ein Holz- oder Wehrtürm? Also, das ist dann irgendwie. Für Gegner oder so, die uns angreifen wollen, schätze ich mal, bietet dem Dorf Schutz.
Dorfkirche, zusätzliche Gebäudeteile. Schalte neue Gebäudeteile für Dorfkirche frei. Steinerweiterung. Erhöhe die Kapazität. Und B, erhöhe die Kapazität. Das ist ein Steingrab und drei zum Freischalten. Das sind die Klerus-Einfluss. Dafür hätten wir drei. Meine Lieben, wir machen das. Ja, zusätzliche Gebäudeteile sind verfügbar. Und zwar hier für unsere Chapel. Schaut bitte. Hier zusätzlich. Geil. Steinerweiterung A. Ja, das möchte ich aber noch ein bisschen anders hier anbauen. Ja, das tut mir leid, das möchte ich gerne so anbauen. Genau, damit es ein bisschen verschachtelt aussieht. Einrasten an, das passt. Ja. Ist okay. Bauen. Hauptgebäude, Tür, Glockenturm. Also wir bräuchten auf jeden Fall mal eine Tür. Moment. Moment, das müssen wir uns nochmal ganz genau angucken. Wie wäre es denn, wenn wir auch den hier vorne Eingang zur Verfügung stellen? Dann hätte ich hier oben drauf natürlich sehr gerne ein Kreuz. Und dann würde ich sagen, sind wir fertig. Glockenturmtür passt. Gut, sehr schön. Sehr schön. Richtig geil. Da bin ich mal gespannt. So, die Kirche hatte ja erst geläutet. Das ist kein Problem. Übrigens, da haben wir wieder 9 Arbeitslose, ne? Oder so eine Wirtschaft oder ja, das ist richtig. Wirtschaft und Einwanderung zugutekommen, nicht zu beherbergt Vergrößerung des Gebäudes zulassen. Das haben wir. Haben wir alles. Ist kein Problem. Und hier hinten haben wir ja gesagt, dass wir unser Dorf auf jeden Fall erweitern. Hier gibt es schon mal. Ach, ist ja genial. Also hier hat mal einer einfach mal so eine Hütte hingezimmert. Das ist ja genial. Und die neuen arbeitslose Dorfbewohner haben wir ja wirklich nur, weil wir dort oben den Köhler weggeräumt haben. Aber meine Lieben, oh, der Mönch bittet um eine Audienz. Moment. Ich werde dem König helfen. Ich möchte ein paar seiner Kirchen renovieren. Sind bedürftig. Wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Er verlangt einige Materialien. Wir werden dem Klerus helfen und wir werden den... Okay, Moment. Was hätten wir denn? 17, 24... Wie wäre es denn, wenn wir dem Klerus helfen? Liefere 10 Werkzeuge zum Klerus. Sollten wir haben. 10 Tage. Und fertig. Jetzt haben wir leider nur noch 1. Ist aber auch nicht schlimm. Ich sag mal, den Kauf, den könnten wir dann irgendwann, könnten wir den Kauf dann tatsächlich bald mal unterbrechen. Weil das ist einfach nur so, dass wir hier erstmal nichts mehr an Werkzeugen kaufen müssen. Wenn das so weitergeht, könnten wir unsere eigenen Werkzeuge herstellen, meine Lieben. Hier, so, Werkzeuge. Kaufen bis maximaler Lagerbestand, Lager leeren. Wir haben nur noch 1 da, ne? Ich sag mal, wir gehen auf Ablehnen, weil da kaufen wir erstmal keins mehr. Das war erstmal, meine Lieben, das war aber erstmal unser erstes Lagerhaus. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch andere haben. Kriegen wir das nicht im Buch? Dorfbewohner? Gebäude. Schauen wir mal. Lagerhaus, hier, schaut mal. Es gibt ja mittlerweile, wow, es gibt ja mittlerweile richtig, richtig viele. Lagerhaus. Keine Ressource zugewiesen, auch keine Träger zugewiesen. Das passt. Da können wir auf jeden Fall mal zuweisen. Und die können wir mal arbeiten machen. Was ist mit der Köhlerei? Okay, laufende Konstruktion, der Baustelle zugewiesen. Material ist da, muss nur noch bauen. Okay, soweit alles gut. Das Lagerhaus, warten auf den Baumeister. Das ist auch alles gut, das ist ganz oben. Dafür gibt es dann noch weniger Arbeitslose. Träger, einen Markthändler von Lebensmittelstand. Einen Marktplatz. Okay, alles klar. Lassen wir mal noch, weil das ist der Markthändler, der oben beim Steinbruch steht. Das ist alles gut soweit. Jetzt möchte ich nur noch mal gucken. Hier gibt es keine Ressourcen noch nicht. Hier gibt es nur Holz. Passt. Und letztes Lagerhaus. Gibt es auch Werkzeug? Nee, das ist das erste gewesen. Okay. Passt. Meine Lieben, das passt. Wir haben alle Lagerhäuser mal durchgeguckt. Wir kaufen zumindest erstmal kein Werkzeug mehr ein. Das heißt, unsere Bilanz soll doch ein bisschen besser aussehen. Ich bin mal gespannt. So. Hm.
Nahrung, Wasser, denen geht es eigentlich allen soweit gut. Die Zufriedenheit ist recht gut, wirklich gut. Natürlich der Tagessaldo, der schrumpft etwas, das sehe ich auch ein. Wir sollten halt wieder ein bisschen mehr verkaufen, ne? Wir sollten halt mal wieder zusehen, dass wir halt akzeptieren. Maximaler Lager, ne. Aber wenn wir das Lager leeren, dann könnte man es ja nicht verkaufen. Ich möchte es ja gerne verkaufen, das ganze Zeug. Nimmt denn uns irgendjemand Bretter ab? Handel. Möchten verkaufen. Die Menschen möchten kaufen. Okay, die kaufen Bretter. Das ist schön. Wenn die Bretter kaufen, ist es gut. Eingelagerte Waren verwalten. Akzeptieren. Waren können gelagert, von Einwohnern genutzt oder beim Händler gekauft und verkauft werden. Sehr gut. Ablehnen. Können keine weiteren Waren hinzugefügt werden, aber bereits gelagerte können von den Einwohnern genutzt oder an den Händler verkauft werden. Maximaler Lagerbestand ist das gleiche wie akzeptieren. Zusätzlich können Waren von anderen Warenhäusern mitverwendet werden. Okay. Und das Lager leeren. Waren werden wenn möglich in andere Warenhäuser verschoben und können an Händler verklopft werden. Gut, das ist richtig gut. Das ist genauso wie akzeptieren, können gekauft und verkauft werden. Dann würde ich sagen, Lager leeren. Und dann fangen wir zumindest mal mit dem Bretter, mit dem Holz an. Ne, die wollen Bretter haben, ne? Gut, dann klicken wir mal auf Lager leeren und vielleicht kaufen die uns dann das eine oder andere Brettchen ab. Das wäre natürlich richtig gut. Schaut mal, hier hinten wird die Dorfkirche. Sehr schön. Richtig geil. Gibt auch mittlerweile wieder eine kleine positive Bilanz. Wir sollten auf jeden Fall versuchen. Schaut mal, es gibt 135 Fisch. Dafür haben wir noch keinen Marktstand. Wir haben Brot. Wir haben Beeren. Wir haben keine. Gesamtkapazität 0. Warum gibt es denn keine Beeren gerade? Hier haben wir 3 drin. Okay, es gibt insgesamt 28. Ach, die anderen waren hier hinten, richtig? Ja. Okay. Weil hier hinten kann man ja Beeren abnehmen. Gut, das ist kein Problem. Alles gut, kein Problem. So, jetzt interessiert mich nur mal. Beeren, Fisch, Brot. Hier gibt es wieder 2 Stück. Hier gibt es... Ja, bis zum maximalen Lagerbestand. Das würde ich jetzt auch hier mit den Beeren machen. Gelagert, von Einwohnern genutzt oder beim Händler gekauft oder verkauft werden. Ja, und wenn wir jetzt auf Ablehnen klicken, ist das im Prinzip... Also wir müssen wirklich auf Lager leeren klicken. Das kann man nur beim Händler verkaufen. Und ah, das kann man nicht bunkern. Das ist natürlich... Da müssen wir dann auf maximalen Lagerbestand gehen, ne? Okay. Bären maximal, Fisch ebenso, meine Lieben. Dann würde ich das hier oben auch machen. Bären maximal. Das auch. Da geben wir mal maximal hoch, weil wenn es so weitergeht, werden wir hier in der nächsten Folge, meine Lieben, werden wir hier eine Regenzeit erfahren. Und ihr wisst genau, wie das ist. Es regnet, die Ernten werden wieder verdorrt, beziehungsweise werden die einfach nur überflutet. Und ich hoffe mal, dass wir bis dahin wenigstens noch ein bisschen Weizen und so weiter und so fort alles in Sicherheit bringen können, damit die Mühle dementsprechend arbeitet und damit wir auf jeden Fall noch ein bisschen Brot rauskriegen. Brot. Die Bevorratung verhindert, dass Dorfbewohner gelagerte Ressourcen verwenden können. Dies kann für größere Projekte oder Aufgaben hilfreich. Ah. Dann einfach auf das Brot klicken oder es ist ja genial. Verfolgen. Das Verfolgen erleichtert das Aufspüren einer Ressource. Auch genial. Das kann man wahrscheinlich dann mit allen machen, ne? Ja, wie geil ist denn das? Okay, das ist richtig fett. Wir machen es doch mal mit Brot, weil wir haben nur noch 12 Einheiten da. Ich sag mal, das sind 12 Leiber oder jetzt hätten wir zum Beispiel noch 16 hier unten. Die werden gerade beim Händler verkauft. Genau, ich würde aber gerne aufstocken. Genau, die Bevorratung. So, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir noch irgendwo hier. Schaut mal, Brot, maximaler Lagerbestand. Das heißt, ich hoffe mal, dass wir noch ein bisschen Brot kreieren können, beziehungsweise ein bisschen Brot generieren können, für die nächste Regenperiode. Da davor, mein Lieben. Der Marktplatz ist hier, funktioniert gut, verklingelt Bären. Und was ist hier daneben? Das ist auch ein Marktplatz. Ach, wir haben den nicht genau reingebaut gehabt. Oh, nein.
Ist okay. Wie wäre es denn, wenn wir hier den nächsten Marktplatz hinbauen? Direkt vor unserem Herrenhaus. Ich habe nämlich noch eine Idee. Ja, bauen wir das hier. Schade, dass da kein Pfeil dran ist, dass man sieht, was ist vorne, was ist hinten. Aber gut. So. Nee, ich glaube, das ist so. Bam. Mein Lieben, los geht's. Ich bin gespannt. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Fisch verkauft, weil Fisch geht immer. Und die Ressource nehmen wir hier auf jeden Fall. Zwei Baumeister bringen mittlerweile Ressourcen. Sehr schön. Und hier können wir dann anwählen, ne? Fisch, Brot, Beeren. Und den dritten nehmen wir jetzt gleich auf jeden Fall als Fisch. Das nehmen wir auf jeden Fall. Okay, das nehmen wir mit. Okay, meine Lieben, dann bin ich mal gespannt, wann die nächste Regenzeit kommt. Es kann definitiv nicht mehr lange dauern. Das Wichtige ist, dass wir ein bisschen vorgesorgt haben. Das ist mal vorneweg. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge sehen wir mal zu. Hier geht es noch los. Ne? Hier wurde das Lager gebaut, beziehungsweise die Kühlerei. Hier daneben ist das Lagerhaus. Schaut mal. Und so wie es aussieht, hätten wir hier auch, ja, wir hätten hier schon 20-25% Fortschritt auf jeden Fall auf die Eisenmine gemacht. Das ist ja jetzt das erste oder das nächste große, große Ziel. Bis dahin, meine Lieben. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge wird. Oh, es macht meine Maus wieder schlapp. Dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge wird. Das heißt, in der nächsten Folge schauen wir uns an. Hoffentlich kommt kein Regen. Hoffentlich stellen wir dann die Eisenmine fertig. Und wir werden auf jeden Fall wieder das Bevölkerungswachstum aktivieren. Wisst ihr, was ich meine? Damit wieder mehrere Leute oder mehr Leute bei uns ins Dorf reinkommen. Und die dementsprechend unser Dorf wächst und unser Dorf immer größer wird. Aber solange wir noch Arbeitslose haben, brauchen wir es nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Meine Lieben, bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig, würde mich mega freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielleicht bauen wir auch in der nächsten Folge noch unseren mittlerweile vierten Teil von der Kirche an, unseren vierten Flügel. Wir wissen es nicht genau. Aber bis dahin, es gibt sogar eine positive Bilanz. Sehr schön. Monatlicher Report. Eine Beförderung ist wieder verfügbar. Das heißt, ein neuer Monat ist wieder angebrochen. Deshalb sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Zando. Ciao, ciao.